Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. So, herzlich willkommen zur 43. Folge unserer Staffel 2 bei Transport Viva 2. So, wir sind in Hamburg, habe ich mir gedacht, da wir hier eh noch ein bisschen was zu tun haben am Bahnhof oder generell an unserer Seestrecke, machen wir mal kurz eine Runde mit dem Bus mit. Genau, Ampel schaltet grün, er fährt seine Wege. Hier ist unsere Train Station Hamburg. Genau, wir haben hier das äußere Gleis gemietet für unsere zwei ICE-Züge. Was hier natürlich noch fehlt, sind unsere Signale. Genau, und zwar probieren wir es einfach mal mit Autosignalisierung. 1500 Meter sollte klappen. Schauen wir mal. Wo wir die hier hingesetzt bekommen. Ich hoffe, das funktioniert ja so auf der Brücke. So, da sitzt eins, da ist eins, hier ist eins. Dann sind wir hier in Berlin. Sorry, in Cube City natürlich. Genau. Dann nehmen wir mal hier den Rückweg. Schwupp, das scheint geklappt zu haben. So, hier hatten wir den Cube City. Da stellen wir mal hier eins hin. Zack. Dann gibt es hier sowas. Da ist eins. Dort. Hier. Erst die Einfahrt nach Berlin, okay. da keins mehr geschafft, okay. Dann werden wir mal noch eins nachpositionieren. Das machen wir ja mal auf beiden Seiten. Genau, dann werden wir wieder die Autosignalisierung für den Rückweg reinnehmen. Genau, und zwar stellen wir das hier hin. Sollte auch geklappt haben, richtig. So, Berlin und dann geht's hier raus nach Dresden. So, haben wir hier die äußeren Gleise. Zack, dort steht eins, dort steht eins, dort. Und dann sind wir auch schon in Dresden angekommen. Da lasst uns mal noch hier einsetzen vom Bahnhof, vom Tunnel. Quatsch, vor der Brücke. Mann, jetzt haben wir das. So, wo ist hier die Gegenrichtung? Die wäre hier. Und damit haben wir hier schon alles. So, wir suchen hier mal ein Zugdepot. Hier haben wir keins, haben wir keins, haben wir keins. Zumindest keins, was mir so auffällt. So, dann hätten wir hier Stadler natürlich. So, da geht's hier raus. Und dann können wir hier mal einen kleinen Abzweig noch kreieren. Dass wir hier halt auf unsere Strecke kommen. Nehmen wir mal hier die schöne Steinbrücke. Genau, lass uns mal hier erstmal mal kurz nicht ganz so tief abtauchen, erstmal noch gerade weiter. Und jetzt geht's volle Bolle runter.
Ich hoffe, wir kommen noch rein ins Gleishaus. Sieht gut aus. Genau, und schon sind wir da gelandet, wo wir hinwollen. Gut, wir starten dann zwar nicht in Hamburg. Oder in Dresden, aber vielleicht. Ich mal gucken, ob wir das hier nochmal machen. Jetzt werde ich einfach mal einen Bogen hinkriegen und sagen. Wir fahren hier mal in diese Richtung. Die brauchen wir ja nicht. Eine Erhöhung auch nicht wirklich. Dass wir dann wirklich einen in Richtung Dresden starten lassen und einen in Richtung Hamburg. So, wenn die zwei Enden jetzt noch zusammenpassen, das wäre super, perfekt. So, kurz mal noch ein paar Zwergsignale hier hingebaut. Einmal hier und einmal dort und ab ins Depot, würde ich sagen. Wupp, schwapp, schwöpp. Nehmen wir heute mal das. Fahrzeuge kaufen. Ich glaube, die Linie müssen. Oder haben wir die Linie schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Gucken wir uns gleich an. Genau. So, ICE hätten wir hier. Den Vierer möchte ich erst einmal noch nicht, weil der von der Geschwindigkeit her nicht ganz so schnell ist wie der Dreier. So, dann nehmen wir hier, ja, meinetwegen einmal den. ICE Europa. Pride. Was ist Pride? Okay. Oh, Geschwindigkeit 330. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Wir gucken, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man sagt, wir verlängern die Züge. Einmal kaufen und einmal bitte. Schon haben wir ihn jetzt gekauft. Zack, und einmal den kaufen bitte. Perfekt. So, haben wir die Linie schon? ICE, ICE 1 Berlin-Stuttgart. Nein, das wäre dann ICE 2. So, denn hier bitte neue Linie. Würden wir hier nehmen. Ups, ohne Strich. ICE 2. Dresden. Hamburg. Da ist er. So, du bekommst noch eine prägnante Farbe. Meinetwegen blau. Richtig, Station. Per Klick hinzufügen. Dann machen wir das mal. Wir fangen an. Einmal in Dresden. Lop. Dann nach Berlin. Die Meldung geht gleich weg. Dann geht's nach Cube City. Und weiter nach Hamburg. So, er hat jetzt nicht unsere Linie ausgewählt, die wir wollen, aber wir sind ja noch nicht fertig. Dann geht's wieder zurück nach Cube City. Und dort aus wieder nach Berlin. Und nach Dresden. So, dann würden wir hier mal in Dresden.
Dresden das richtige Gleis wählen. Das wäre nämlich hier das Äußere und das wäre dann die Nummer 8. So, in Berlin wäre das die Nummer 1 wäre da, die 7 und die 8, das wäre die 8 als erstes. Und auf dem Rückweg wäre es die 7. So, dann hat Cube City. Die 4, nee, das wäre auf dem Hinweg die 2. Auf dem Rückweg wäre das die 1. So, jetzt muss man mal Hamburg kontrollieren, warum er da in die 4 möchte und nicht in die. Kann man hier in Hamburg näher die 1? Nee, Hamburg möchte ich bitte bei der 1 bleiben. So, warum nimmst du mir hier nicht die 1 in Hamburg? Nein, ich hätte hier gerne die 1. Was ist da los? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Linie verhalten. Na gut, das hatten wir ja gerade. Dann lasst uns hier mal mit dem Gleiswerkzeug gucken, ob wir hier alles elektrifiziert haben oder ob hier irgendwo was fehlt. Vielleicht in Berlin bei dem neuen Gleis, dass wir das vielleicht eventuell ohne gebaut haben. Also hier ist alles blau, passt. Hier haben wir nämlich ohne Oberleitung gebaut. Gut, aber das lässt sich ja wahrscheinlich hier beheben. Wir konfigurieren. Wir haben man schicke Gebäude. Sieht ja nicht schlecht aus. Kleine Plattform. Passenger. Verschiedenes. Haben wir hier irgendwo ein paar Dächer, die müssen wir dann auch noch hinzusetzen. Gleise, muss auf den Gleisern was bei sein. Gut, dann lass uns mal hier mal den Bagger an der Stelle raus an. Lass hier relativ genau wegbekommen, die. So, zwei Stück noch. Oh ne, vier noch. Okay. So, damit haben wir. Ja, hier reichen 200er, definitiv. Zack, schwupp. Zack, schwupp.
diesmal mit Oberleitung. Ja, wir hatten ja den Bahnhof hier schon etwas länger gewählt. Nanu. Achso, die bekommen wir so nicht weg. Vielleicht müssen wir die hier nur mal kurz wegnehmen, dass sie hier vielleicht zu dicht dran sind. Berlin konfigurieren. Ja, wir hatten noch aber gerade unser Gleis mit 200 hier ausgewählt. Zack und zack. Und nochmal, sagt die Schwuppdi. Plattform bauen wir später. So, jetzt bitte hier mal ein ganz normales schnelles Gleis. 400. Upp, einmal dran. Und auch schwapp einmal da dran. Zack. Zack. So, damit sollte sich unsere Linie erstmal ein bisschen verändern. Hoffe ich. Linienverwaltung. Drücken wir nochmal aufs Knöpfchen. Das sieht schon mal gut aus. Lasst uns hier mal die 8 auf dem Hinweg nehmen. Auf dem Rückweg die 9. Gut, vielleicht hat das Cube City nochmal. Hier auf dem Hinweg die 2 bitte. Auf dem Rückweg die 1, das passt. Berlin die 7, Hamburg die 1, hier die 8 und da, na, geht doch. So, damit haben unsere Züge jetzt erst einmal schon mal ihr seht ihr schon, wo sie fahren, oder was? Ach, wo ist er denn? Hier, Zug 49 und Zug 81. Ach Jungs, ihr macht mal schon ein bisschen Ärger. So, was hat er hier für Bauchschmerzen? Na, lass uns mal hinlüsen, mal gucken, ob er gelandet ist hier. Ja. Willst du da rüber? Oder was? Oder wie? Mal kurz Pause. Wir sind hier vor Dresden, genau. Das kriegen wir hin. Das war so, dass wir hier mal genau, bist du hier auf dein Gleis? Wo ist Nummer 2? Wo ist Nummer 2 hingefahren? Seine Strecke. Egal, wir werden ihn finden. Das macht nichts. So, da haben wir unseren Kandidaten. So, du stehst da, willst da rein. Kannst natürlich nicht, weil du da stehst. Alles klar.
Ist auch kurz Warteschleife angesagt. Machen wir hier eigentlich kein. Da wäre mal ein Ausfahrtssignal. Oh. Der fährt vor unserem Giono raus. Auch nicht schlecht. So, wenn wir nicht aufpassen, fährt unser ICE raus. Ohne dass wir drinnen sitzen. Das geht natürlich nicht. Ups, hier haben wir die falsche Kamera. Ja, es geht natürlich auch nicht, dass wir hier im hinteren Teil mitfahren. Habe ich keinen Bock drauf. Lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen. Nach vorne. Ja, nee. Geht nicht. Machen wir anders. Wir lassen ihn mal nach Hamburg fahren. Warum kann ich da jetzt nicht aussteigen? So, ist denn Zug Nummer 2 eigentlich? Würde mich mal interessieren. Wo ist unser zweiter ICE geblieben? Zug Nummer 80. Wo bist du? Wo irrst du rum sozusagen? Auch auf der falschen Strecke, definitiv. Wo fährst du gerade hin? Rostock, aha. Du fährst über Rostock. Nach Hamburg irgendwie, oder was? Mal hier kurz eine Pause reinwerfen. Hier kommen wir nach Hamburg, hier kommen wir dahin. Und wir kommen auch hier auf unser Gleis. Holla. Ja, nicht so einfach. So, hier einmal raus, bitte. Auch einmal raus, bitte hier einmal zusammengehangen. Hier ran und damit kannst du mal kurz neu rechnen und dann kannst du eigentlich auch weiterfahren. Ja, wenn du jetzt erst in Rostock bist, oder. Sitzen wir hier, sitzen wir natürlich am Ende. Gefällt mir nicht. Ach, das ist breit, das ist ja der Bodentag, alles klar. Ja, nicht abgebogen, echt gehabt. Ich bin gespannt. Ich bin gar nicht mehr gespannt hier. Machen wir anders. Ich wäre mal ganz spontan entsorgen. So, dann lasst uns hier nochmal zurück ins Depot. Ganz einfach mal einen neuen kaufen, ne? Dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. Zack, ICE3 hätte ich ganz gerne. Ich hätte mal einen ganz normalen, ohne alles. Genau, die hätte ich doch ganz gern. Zack, wäre wieder Zug Nummer 80. ICE123. 1-2 Dresden-Hamburg. Und los geht's, würde ich sagen. Und schauen, wo die Kamera ist. Sonst schaffen wir unsere Mitfahrt heute nicht mehr. So. Wir sind immer noch auf superschnell.
Hier geht's ab. Ich hoffe, zu 81 ist schon auf dem Weg nach Hamburg. Ah, ist sogar schon angekommen in Hamburg. Sehr schön. So, dann lasst uns hier mal einsteigen. Genau. So, wir haben es geschafft. Na, endlich. So, jetzt geht's los. Oh, 82 von 96. Oh, ich glaube, das schreit sogar nach einer Doppeltraktion. Genau. So, sehr schön. Wir schlängeln uns hier mal raus aus Hamburg. Auf unser eigenes Gleis. Definitiv. Genau. Und damit können wir hier ordentlich beschleunigen. Wir haben eigentlich durchweg unser eigenes Gleis. Also sprich Hamburg, Cube City, Berlin und dann nach Dresden. Definitiv eigenes Gleis. Können wir mit ordentlich Tempo hier lang fliegen. Genau, so ein bisschen bergisch hier bei Hamburg. Aber wie gesagt, bei uns auf der Anlage ist es halt so, dass es auch in Hamburg hier einige Hügelchen gibt. Genau, hätten wir schon mal die 180 km/h erreicht. Jetzt geht es auf unser Hochviadukt. Da, was wirklich hoch ist. Aber vielleicht mal gucken, wenn im Off, dass ich das vielleicht ein bisschen runterziehen kann, dass wir so halt über den Wald schweben. Aber beim Bau war das jetzt halt so, dass wir über die lange Strecke doch recht hoch sind. Da hinten drehen sich die Windräder. Das sind aber nicht die von Cube City hier auf der rechten Seite, sondern die auf der linken Seite sind von Cube City. Also da müssen wir hin. Da düsen wir vorbei. Hier glaube ich, dass links sollte Felten sein. Auch schon eine riesige Stadt geworden. Mit Hochhäuser. Genau, 260 haben wir inzwischen erreicht. Genau, jetzt geht es nochmal hier über die andere Trasse hinüber. Zack. Dann bremsen wir glaube ich schon mal wieder ab. Weil in Cube City müssten wir zum Stehen kommen. Genau, schauen wir mal, vielleicht möchten ja da auch ein paar Passagiere hin. Kann ja durchaus alles sein. Oder vielleicht auch nach Berlin. Vielleicht wollen die gar nicht alle nach Dresden, aber ist die Brücke auch ganz schön tief. Die müssten wir nochmal ein Stück hochsetzen. Weil der Fahrdraht steckt in der Brücke. So, hallo Giruno, grüß dich. Oh, auch hier stehen Fahrgäste, die mit möchten. Kein Thema, kein Problem, wir laden euch ein. So, den Kollegen haben wir noch nicht getroffen. Aber den müssten wir, glaube ich, auch bald sehen. Oh, steigt doch eine ganze Menge aus. Andere wieder ein. Aber immerhin noch 74 Fahrgäste. Das sieht super aus. So, wir müssen ganz schön spurten, dass wir die Mitfahrt noch schaffen in unserem ICE 3. So, hier natürlich muss ich auch ein bisschen das Gelände anpassen. Das gefällt mir nicht, dass wir ja so in so einem Tunnel fahren, nichts sehen. So, weiter geht's hier auf unser Viadukt, was sich langsam aufbaut. Zumindest die Stelzen. Oh, hier ist ordentlich Flugverkehr. Autosave natürlich, ja. Können wir uns mal den Flugverkehr hier anschauen. Marke Schwan oder keine Ahnung, Gänse, was auch immer. Auf jeden Fall relativ große Vögel.
So, die 170 haben wir schon wieder erreicht. Jetzt geht's bergab nach Berlin. Ja, auch hier werde ich gucken, dass wir den Damm oder die Strecke hier ein bisschen tiefer bekommen. Ganz so hoch ist ja nicht ganz so realistisch. Okay, wir sind hier auf einer Spaßanlage, aber trotzdem kommt es ein bisschen weiter. So hier ungefähr die Höhe, wo wir hier sind. Hier über den Wald, genau. Dann stören wir auch nicht den Flugverkehr da oben. Die fliegen drüber. Alles gut. Genau, und hier geht es auch wieder hoch. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht ganz so steil hinbekommen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich das im Auf hinbekomme. Genau, aber hier geht's auf und dann geht's in den Tunnel rein, runter. Und wir bremsen schon mal wieder langsam, weil wir Berlin ansteuern. Herzlichen Dank für die Mitfahrt. Alle Fahrgäste, die hier aussteigen, wünschen mir eine angenehme Weiterfahrt. Da kommt der Kollege. Das passt ja vom Timing her. Hier stehen auch einige Fahrgäste, die mit wollen. Natürlich die andere Linie nebenan. Da wollen natürlich mehr mit als bei uns, aber mal schauen, allzu viele freie Plätze haben wir auch gar nicht. Mal gucken, ob das hier ausreicht. Aber es gibt ja noch andere Mitfahrmöglichkeiten von Berlin nach Dresden. Genau. So, da hüpfen erstmal ein paar raus, dann wieder ein paar rein. Das sieht gut aus. Noch passen alle rein, wir können alle mitnehmen. Oh, hier drüben kommt der TGV aus der letzten Folge. Genau, dann haben wir hier so einen kleinen Treffpunkt Berlin. Treffpunkt der ICEs und TGVs. Dann sage ich mal unsere Map, ja, so ein bisschen im Schnellverkehr, im ICE-Verkehr abdecken. Im Prinzip die äußeren Städte werden angefahren. Und alles andere kann man mit den IC und Regionalbahnen dann lösen. Und so, lasst uns hier mal wieder ein Stück rausgucken, vielleicht mal. Den Zug auch mal wieder ein bisschen von außen sehen. Genau, ich habe mir mal gedacht, ich nehme so einen ganz normalen hier. Gut, grüner Streifen, Klima und ganz normal rote Streifen. Der andere ist halt so ein breit, halt so ein bunter. Okay, gibt's auch. Und das Ganze von oben aus mal den hinteren Teil auf unserer Trasse. Mal die Vogelperspektive, wo wir in den Tunnel reinfahren. Hier schweben wir über den Gleisen. Okay, einfach mal wieder zurück. Lass jetzt mal nochmal. Okay, so sieht man den Zug. Also hat man auch wieder so ein bisschen die Mauer vom Damm davor. Den Flugverkehr haben wir ja ordentlich hier. Also. Holla, holla. Wer weiß, wo die überall hinfliegen. Das Winterquartier. Aber okay. Momentan ist noch Sommer auf unserer Karte. Bis zum Winter dauert es einen kleinen Augenblick. Mal sehen, ob wir die Karte dann spielen im Winter. Vielleicht haben wir auch schon was Neues. Wir werden sehen. So, da vorne leuchtet mir Dresden entgegen. Mit der schönen Bogenbrücke. Definitiv. Vorm Bahnhof, vorm Dresdner Hauptbahnhof. Wie gesagt, unser eigenes Gleis haben wir inzwischen gefunden. Ich werde dann auch die Verbindungsgleise hier von A nach B, die werde ich... Ach, die kann man eigentlich lassen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das irgendwann nochmal. Richtig, hier haben wir ein Gleis, das reicht. Mit zwei Zügen brauchen wir hier kein Doppelgleis oder wie auch immer. Zumal sind es ja auch die Endbahnhöfe. Alles gut. So, wir fahren ein in Dresden Hauptbahnhof. Dresden Hauptbahnhof, da das Aussteigen, Säckel und Bäckele nicht vergessen. Sehr schön, angekommen. So, 77 Personen, Fahrgäste steigen aus, die Türen werden geöffnet. Dann geht's wieder zurück in Richtung Hamburg, über die genannten Städte. So, 37 Personen wollen dann auch wieder tatsächlich weg aus Dresden.
sollen sie das tun. Genau. Wir suchen uns hier nochmal eine schöne Perspektive, mit der wir Tschüss sagen können, in unserem ICE. Das werden wir tun. Ich halte meine Klappe und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimm, was wir wo, wann bauen. Bis dahin. Tschüssi, euer Excel K.